Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Und zwar geht es heute erstmal darum, dass Abge in einem seiner neuesten Videos AFK-Grundstücke, also Leute, die schon seit über einem Jahr oder seit über 6 Monaten nicht mehr online waren, die zum Community Grief freigegeben hat, Leute. So, CityBit 1 und CityBit 7 funktionieren jetzt wieder, Leute. Und das waren einfach nur Hardware-Probleme, weil der Anbieter da irgendwas falsch gemacht hat. Erst hat der Anbieter gesagt, nein, es sind keine Probleme da, aber dann waren es doch irgendwelche Probleme. Aber ich denke mal, es waren auch Software-Probleme, Leute. Das waren nicht nur Hardware-Probleme, warum das immer abgeschmiert ist. So, Leute, dann hat YPEX in einer der neuesten Videos ein GS für 3,5 Millionen gekauft, was in meinen Augen nicht mal ansatzweise so viel wert ist. Vielleicht überhaupt, wenn man es mit Griefer wert nimmt, ist es so viel wert. Aber hat das ja mit dem Erfinder von Griefer wert gekauft. Aber ich sag's mal so, Leute, das GS ist für mich maximal 2,5 Millionen, wenn überhaupt wert. So, Leute, dann gab es jetzt auch wieder Duplizierer auf CityBit 3. Und zwar den lieben Red Tiny Panda. Und zwar, wie die dupliziert haben. Es gibt ja so ein Redstone-Plugin, Leute. Und damit, dass das Redstone halt blockt, wenn viel in der Nähe ist, sage ich mal. Wenn sehr viel Redstone gemacht wird, dass dieses Redstone verhindert. So, Leute. Und zwar war das dann so. Oh, ich wusste gar nicht, dass das in der Nähe von mir. Ach, das kenne ich doch. Oh, cool. Ist in der Nähe von mir. Wem gehört denn das nochmal? Pi. Okay. Auf jeden Fall, Leute. Konnten die irgendwie dieses Redstone-Plugin umgehen? Und dadurch konnten die immer wieder den Server zum Absturz bringen. Und dadurch konnten die massig duplizieren. Ich glaube, die hatten doppelkistenweise Spawner. Ich denke mal, es wird jetzt so sein, dass jeder Duplizierer seinen eigenen Arsch retten will. Also all seine Items im Grunde genommen behalten will, die er bis jetzt legit gefarmt hatte. Und deswegen werden sie jetzt höchstwahrscheinlich ihre anderen Kumpels verpfeifen. Oder sie machen nicht den 31er Move und verpfeifen keinen, Leute. Ich denke aber eher mal, dass wieder irgendeiner aus den Mund aufmachen wird und dass sie wieder alle duplizierten Sachen beschlagnahmen werden. Wenn sie nicht schon längst alles beschlagnahmt haben, Leute. So, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine Griefer Games News gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.